Hallo, ein Nachwildnis-Vlog. Oh, es ist so verrückt. Ich habe die Kamera jetzt, ich glaube, fast 2 Wochen nicht in der Hand gehabt. Wie ihr seht, im letzten Vlog hatte ich auch noch, hab ich noch nicht so kurze Haare, war ich beim Muttern und habe mir ordentlich was, au, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, abschneiden lassen. Also jetzt aktuell bin ich genau zwischen Wildnis und Urlaub. Wir fahren morgen los an die Ostsee für eine Woche. Ich werde euch auch so ein bisschen mitnehmen, weil ich denke nur mit dem Handy, also jetzt nicht irgendwie groß vloggen. Das, ja, dafür ist die Zeit auch zu kurz und das ist auch, glaube ich, zu unspektakulär, als dass ich euch da wild mitnehmen müsste. Es gibt jetzt nicht so viel Neues hier. Ich habe ein klein bisschen zwischendurch gearbeitet, aber nicht sehr viel. Ich habe 2 neue Computerspiele für mich entdeckt, Fall Guys und Detroit Become Human. Bin total süchtig, weil ich ja auch das erste Mal, das ist mir jetzt erst aufgefallen, das allererste Mal, seit ich selbstständig bin, hier zu Hause bin und Urlaub habe. Das hatte ich noch nie. Also es war immer so, dass ich von der Wildnis schnell nach Hause, dann nochmal waschen, Koffer packen und dann sind wir ja nach Frankreich oder Italien oder was. Und danach wurde ja gleich, oh, weitergearbeitet. Und dieses Mal hatte ich jetzt ja tatsächlich eine ganze Woche, wo mein Freund auch schon Urlaub hatte, wo ich nichts tun musste. Und es war einfach so genial. Ich habe so viel nichts getan. Wir haben alle Mafia-Filme geguckt, Goodfellas, den Paten, alle 3 Teile, Irishman. Jetzt sind wir gerade bei Es war einmal in Amerika angekommen. So eine richtig Themenwoche. Ich habe viel lecker gekocht. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, außer heute. Dazu komme ich gleich. Ich habe neue Turnschuhe, damit meine Gelenke auch wieder mitmachen. Im Hintergrund seht ihr schon das Gepäck. Also für uns geht es ja morgen los. Also alles soweit im Flow. Kleiner Rückschlag heute ist, dass ich vor 2 Tagen habe ich was in den Backofen geschoben und ich bin mal super ungeschickt beim Backofen und habe mir wieder eine Wunde zugezogen. Das ist so oft, ich habe das total oft, das ist, kratzt mich gar nicht mehr. Es ärgert mich nur, weil es so hässlich aussieht immer. Und jetzt war es aber dann so, dass, also es war vor 2 Tagen und gestern wurde das immer dicker und schwoll so richtig an und pocherte auch. Und das sah auch komisch aus irgendwie. Also ich hatte schon so ein Wundbrand-Feeling gefühlt. Ja, normalerweise stelle ich mich bei sowas nicht an. Aber wenn wir jetzt morgen wegfahren und ich diesen komischen pochernden Finger, das fand ich irgendwie komisch. Also bin ich mal eben schnell zum Arzt gesprungen. Ist ja auch nicht so meine Traumvorstellung, in Corona zum Arzt zu gehen. Aber war super leer, super schnell erledigt und war tatsächlich scheiß entzündet. Oh Gott. Ja, ich habe eine Antibiotikasalbe bekommen, die habe ich jetzt drauf gemacht. Ist ein bisschen blöd gerade heute, also weil hier zu Hause ist das ja nicht so schlimm. Das muss man ja auch nicht ständig Hände waschen oder so, weil man ja auch nicht rausgeht. Aber gerade heute hat meine Oma Geburtstag und wir wollten uns hier in Bremen treffen mit meiner Mama und meiner Oma und mein Freund und ich und einen Kaffee trinken gehen. Das ist das erste Mal seit Corona, dass ich irgendwo draußen also mich hinsetze und irgendwie was trinke oder esse. Ich freue mich auch schon drauf. Und es gibt hier so ein kleines Restaurant, so mit draußen sitzen. Heute ist schönes Wetter und es wird richtig schön, denke ich. Geschenk ist auch schon bereit. Aber es ist natürlich blöd, weil jetzt Hände waschen draußen. Also muss ich dann immer da gucken, falls das irgendwie jetzt wieder nass oder doof wird, dass ich das dann vor Ort nochmal verarzte. Voll doof. Egal, das ist wieder mein Problem, ne? Punkt der Sache ist, das hier ist der erste reguläre Vlog abseits der Wildnis, aber noch nicht im Arbeitsalltag. Ich denke, ich werde immer mal zwischendurch die Kamera kurz rausnehmen. Wir gerne ein klein bisschen was aus dem Urlaub sehen und uns dann danach in der regulären Laura-Zeit wiedersehen. Bei uns gibt es jetzt gleich eine Linsensuppe zum Mittag, mal eben schnell, so schon von gestern vorgekocht. Aber ich dachte, ich spiele ein paar Runden Detroit. Also dieses Spiel hat es mir total angetan. Das ist der absolute Hammer. Wahnsinnsgrafik, selbst bei meinem Computer, und das ist wirklich schon eine Maschine. Super, ja, lange Ladezeit am Anfang, aber wenn es dann erstmal initialisiert ist, ist es richtig cool. Falls ihr mal Bock habt, also ich weiß, viele von uns sind ja gar nicht so, oh, die Tante erzählt schon wieder irgendwas. Sekunde mal, ich mach ihr mal eben, stopp ihr mal Oh, in den es tut mir Mund. leid, ich habe nicht gemerkt, dass Sie schon da sind. Ja, ich bin aber schon da. Also ich war ja auch vorher überhaupt nicht spieleaffin, bevor ich auf Twitch angefangen habe. Und auf Twitch sollen ja definitiv auch von mir andere Sachen noch kommen. Also auf jeden Fall schreiben wir nochmal zusammen, wir machen auch weiter Cover zusammen und sowas. Aber es macht mir halt auch wahnsinnig Spaß zu spielen und ich finde es dann schön, dass ich das mit einem Stream verbinden kann, dass wir nämlich dabei schnacken können, weil es ja einfach, mit Freund benutzt den Föhn, weil das nicht so einseitig ist wie in einem Video, wo ich ja erst später auf Kommentare antworten kann, sondern wir dann einfach direkt miteinander schnacken können. Und falls ihr da mal Bock habt, schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Es kostet nichts, ne? Also ihr könnt euch anmelden, ihr müsst euch nicht anmelden, ihr könnt auch einfach nur zuschauen. Wenn ihr euch anmeldet, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr auch im Chat teilnehmen könnt, was ja sinnvoll wäre, wenn wir miteinander reden wollen.
Kostet aber nichts. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch in der Infobox meinen Twitch-Kanal. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut, weil da wird definitiv jetzt immer mehr stattfinden auch. Mir macht es wirklich Spaß und mir macht es vor allem auch Spaß, mit euch live zu reden. Das ist einfach super erfrischend. Ja, verlinke ich euch. Jetzt spiele ich eine Runde und dann gibt es erstmal Essen. So schwuppdiwupp ist der Urlaub schon wieder vorbei. Wir waren eine Woche an der Ostsee. Ich habe euch auch mit dem Handy ein bisschen mitgenommen. Jetzt bin ich total verrückt gevloggt, aber dass man einen Eindruck davon bekommt, wie es da so war. Es hat uns sehr gefallen. Wir hatten ein kleines Ferienhäuschen, die Inselperle. Das leider Baustelle war relativ nah bei uns und das war dann auch irgendwann so, dass wir dann wirklich uns auf der Terrasse nicht mehr unterhalten konnten, so laut. Deswegen haben wir dann einmal kurz uns ein bisschen beschwert, freundlich, und haben dann tatsächlich noch 20% Nachlass bekommen. Das ist schon gut, also damit konnten wir dann arbeiten und es war eine sehr schöne Woche. Also wir hatten in dem Haus eine Sauna, eine Whirlwanne, einen Kamin, eine Terrasse. Der Strand war, ich sag mal, 5 Minuten Fußweg entfernt, eigentlich näher dran, aber weil da auch gerade Baustelle war, musste man so außenrum. Vor allem sehr erstaunt hat, war auch der Strand. Es war wirklich, wir hatten 3 Schönwettertage mit so 22 Grad und das war also wie Italien. Wahnsinn. Also weißer Sandstrand, blaues Wasser, klares Wasser. Wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Es hat echt Spaß gebracht. Einziges Manko war meine Entzündung hier. Die inzwischen ist sie verheilt, also nicht verheilt, aber die Entzündung ist raus und es hat sich geschlossen. Aber dadurch konnte ich nicht so wie ich wollte ins Wasser. Es war schade, weil ich hätte richtig Bock, richtig zu schwimmen. Habe ich mich aber nicht getraut, weil ich war gerade ganz froh, dass das halbwegs wieder besser wurde. Aber ansonsten ging das eigentlich ganz gut. Ich musste dann immer ein bisschen gucken zu Corona-Zeit. Natürlich auch schwer mit dem Händewaschen. Das war alles gar nicht so einfach. Und kochen und so. Also man konnte ja immer nur diese Finger waschen, dann hier ein bisschen. Das war alles ganz schwierig. Aber nachdem ich das gelernt habe zu ignorieren, hatten wir wirklich eine richtig schöne Zeit. Wir haben ein paar gute Filme geguckt, Sachen, die wir schon kannten, auch Sachen, die wir nicht kannten. Interstellar zum 1000. Mal, hatte ich doch gerade erst in der Wildnis geguckt. Und The Arrival und was haben wir noch geguckt? Also wir haben wirklich uns jeden Abend schön gemacht, schön, schön gekocht, viel gegessen. Jetzt mal entspannen. Das macht mich total. Das ist hier romantischer, wie du in der Sauna sitzen. Na, aber das.
regnet es jetzt, ja. Aber ich mag, glaube ich, Kamine nicht. Iva. So, jetzt bist du dran. 1, 2, 3, 4. Hit it, B. Nee. Du musst Abgaben an dein Jahl machen, zahle 50. Dein dummer Jahl. Wer ist denn eigentlich mein Jahl? Ich. Du bist mein Jahl? Muss ich jetzt da unterlegen einfach? Wieso sind denn jetzt, ist denn dieser Trecker jetzt hier immer zugange? Kaum macht man mal die Vlogging-Cam an, eine Fliege nach der anderen, wie in der Wildnis hier. Die waren die ganze Zeit nicht da, jetzt sind sie da. Das ist ja momentan den Trecker. Natürlich haben wir wieder wie immer das Ferienhaus direkt an der Baustelle. Ich glaube, ich mache mal die Tür zu. Ich wollte nämlich berichten, dass das langsam besser wird. Wir waren eben das erste Mal am Strand und es war so schön, also wahnsinnig weißer, feinsandiger, wunderschöner Strand, Sand. Und im Meer durch die Wildnis bin ich jetzt ja total abgehärtet und kaltes Wasser ist für mich ja eher eine Freude. Das finde ich total gut. Es war richtig schön, es ist heute strahlend blauer Himmel. In den Hausregeln steht, dass man die Fliegen nicht an den weißen Wänden tothauen darf. Also werde ich das natürlich auch nicht tun. Ja, wir waren da also richtig, richtig schön. Oh, und ein Traum. Und auch FKK, also nicht zwangsweise voll FKK, aber man kann machen, was man will. Also habe ich oben erstmal voll blank gezogen. Keine Bikini-Streifen, sehr gut. Naja, also in drei Tagen kriege ich sowieso hier keinen Streifen wahrscheinlich. Obwohl, man hat schon gemerkt, gerade mein Freund, der war ja vorher noch nicht in der Sonne, der hat schon ordentlich Anstrich bekommen. Wir waren vielleicht höchstens 2 Stunden oder so da. Und man sah schon gleich, dass er Farbe bekommen hat, ganz toll. Es tat auch richtig gut. Wir saßen jetzt ja auch 2 Tage hier drin. Und ja, also Wahnsinn. Ich hatte das, also das ist wirklich, auf den Bildern hat man schon gesehen, dass es hier sehr schön ist. Auch die Wohnung und alles. Gut, die Baustelle nervt. Die sind halt noch dabei, das Resort aufzubauen. Deswegen kommt man um die Baustellen nicht drum rum. Aber das ist ja irgendwann auch weg und also es ist einfach ein Traum. Gestern waren wir in der Sauna, haben das ausprobiert, total lustig, sehr cool. Ich war auch mal in dieser Wirrwalle ja schon und unsere Terrasse haben wir eben mal die Liegen hingestellt. Die hatten wir, es war ja 2 Tage noch ein nordisches Wetter hier, da war ja noch kein Bedarf. Aber oh, jetzt ja schon, also richtig toll. Und kochen tue ich jeden Abend richtig lecker, ganz tolle Sachen. Seit 2 Tagen mache ich auch endlich wieder Sport. Allerdings immer nur 20 Minuten, ganz vorsichtig, weil spätestens nach 10 puckert das wie Hülle. Ich bin super lästig. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt froh, wenn das jetzt mal ein Ende hat. Dass ich noch so 1-2 Tage hier habe, wo ich mich ganz benutzen kann. Also meinen ganzen Körper, wo ich auch richtig Sport machen kann und alles anfassen und nass und dreckig machen kann. Ja, aber ansonsten ist das schon, also es ist ein Wahnsinn. Ich kann es wirklich nur sagen, ich weiß nicht, wir haben es gab in diesem Vlog noch keine richtige Unterhaltung mit euch, weil ich ja auch hier nicht regulär vlogge, sondern nur so ein paar Eindrücke mit aufzeichne. Das nennt sich ja hier, ich glaube, Ostsee-Resort Olpenitz oder was. Also Vermieter ist die Ferienhausagentur. Aber ich verlinke alles in der Infobox, dann kann ich zu 150.000% empfehlen. Wir sind jetzt in der Nebensaison, wir haben schon stolze 900 Euro bezahlt für dieses Häuschen für 7 Tage. Aber das ist auch wert. Also durch jeder Luxus da, alles vorinstalliert, Netflix, Amazon, keine Ahnung, alles auf diesem Fernseher funktionierte von Beginn an ohne Mühe. Alles voll ausgestattet, super Terrasse, Kamin, Sauna, Wirrwanne, 2 Stockwerke, 2 Badezimmer, traumhaft abends, gemütlich die Couch, jeder kann sich langlegen, auch in dem Liegesessel, alles super bequem. Traumhaft wertige Möbel auch draußen auf der Terrasse, alles picobello sauber, also wirklich wie geleckt. Ja, Waschmaschine, Geschirrspüler, was eine Hausfrau so braucht. Also einfach ein Traum. Ich kann es jedem, der an die Ostsee fahren will und noch 1 Euro über hat, empfehlen. Das ist, ja, also gerade auch eben am Strand, man hat nicht gemerkt, dass man jetzt in Deutschland ist. Also das war, ich hätte genauso gut irgendwo, keine Ahnung, in Italien liegen können. Gleiches Gefühl, traumhafter Strand, also alles ganz toll.
Ja, wir werden die Tage jetzt hier noch ein bisschen genießen. Es sind nur noch 4. Und dann geht es wieder zurück ans Fließband, hätte ich beinahe gesagt. An die Tretmühle. So. Oh, ich habe mir übrigens die Freeletics-App runtergeladen, versuche das jetzt mal. Und ich versuche gerade, weil wir nochmal in die Sauna hüpfen wollen, bevor wir essen, lege ich mal ein bisschen Schweinefilet ein mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Öl. Was könnte man da noch reinkippen? Kreativ, also kochen. Ich könnte ja, also diese Küche ist aber auch, ihr seht es ja, also man möchte hier einfach nur kochen. Das ist, oh, mein Finger riecht nach Knoblauch. Ja, das hat Papa auch immer gehört. Ja, Nothing Compares to You von Shinnet. Ja, Shinnet. Das hat aber Prince geschrieben. Was? Ja, geschrieben hat das Prince. Ach Quatsch. Doch. Das ist doch Unsinn. Was erzählst du denn da? Unsinn. So ein schöner Tag am Strand. Ich mach mal die andere Kamera an. Kann echt gar nicht sagen, wie unfassbar schwer es ist, irgendwas, Haare, Schminken, egal was, immer nur mit dieser Hand machen zu können. Es ist so ultra schwer, weil gerade so auf der Seite, dann ist es so total schrecklich. Aber es wird wirklich schon besser. Also man kann es jetzt auch schon zeigen, ohne dass es super eklig ist. Ich habe mich aber trotzdem heute noch nicht getraut, damit ins Meer zu gehen, weil ich dachte, naja, wir wollen es jetzt mal nicht herausfordern. Wir gehen jetzt mal eben schnell einkaufen und dann werde ich wieder irgendwas kochen. Oh, ich muss den Geschirrspüler noch ausräumen, fällt mir gerade auf. Das tue ich jetzt. Und dann ist morgen auch schon unser letzter Schönwettertag. Also wir hatten jetzt ja 2 Tage, wo wir vormittags am Strand waren. Morgen machen wir das auch nochmal. Und an unserem letzten Tag sind 16 Grad. Da gibt es dann wahrscheinlich eher so einen großen Spaziergang oder sowas. Aber ich habe zweimal oder einmal Sport gemacht, aber ich bin völlig rausgekommen da. Also das lag aber auch an diesem Dings. Dass sobald ich gesprungen oder so, hat das angefangen zu puckern wie blöd. Das war blöd und naja, vielleicht dann doof. Hab mir aber vor Ort Freeletics für 3 Monate besorgt und schauen wir, ob ich das mal ausprobiere. Gab es noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Ja, unser Auto ist kaputt gegangen. Müssen wir wahrscheinlich die Kupplung tauschen. Aber mit solchen Sachen befassen wir uns dann später. Wir haben es ja noch heile zurückgeschafft, das war ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt sind wir etwas schlechter Stimmung, weil nächste Woche hier die Wasserleitung erneuert werden und die Durchlauferhitzer installiert werden. Und dafür muss die gesamte Stromanlage ausgebaut und umgebaut werden, weil es ein altes Haus und so. Und das heißt, wir haben einen Tag keinen Strom und kein Wasser zwischendurch. Und ja, mein Freund muss ich natürlich auch Urlaub nehmen, was ein bisschen ungünstig ist, weil er kommt ja gerade aus dem Urlaub, muss ich jetzt schon wieder Urlaub nehmen, weil er ohne Strom ja nun auch schlecht arbeiten kann, genauso wenig wie ich. Was schlecht ist, weil einige meiner Kunden terminiert sind für diese Woche und ich jetzt gar nicht weiß, also ich meine, ich kann es halt nicht ändern, ich kann nichts machen, aber blöd. Ja, also ich sag mal, der Alltag hat einen sehr schnell wieder zurück. Es ist schon, ja, schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Ansonsten habe ich aber für meine Sportplanung und alles mir gedacht, also diese Woche werden wir noch ein bisschen böse sein, weil es ist auch noch ein bisschen Urlaub jetzt die nächsten 2 Tage. Da gibt es also Pasta und alles, ohne auf was zu achten. Haben wir 3 Tage HelloFresh bestellt und ab nächste Woche dann, also die Woche drauf, werde ich, denke ich, strenger Diät halten wieder. Also Diät im Sinne von wirklich auch genau darauf achten, dass ich eben, wo ich kann, mit ein bisschen weniger Kalorien koche. Ihr wisst, ganz einschränken tue ich mich da nie, weil ich so gerne koche. Aber schon, denn ich würde gerne an meine Erfolge aus der Wildnis anknüpfen. Das hat ja so toll funktioniert mit dem Sport, das möchte ich gerne fortsetzen. Und würde gerne bis Weihnachten die 57 Kilo knacken. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe mich jetzt hier noch nicht gewogen. Ich nehme an, ich bin wieder jenseits, weit jenseits der 60. Naja, mal gucken. Jetzt muss ich erstmal ankommen. Ihr seht, ich bin ein bisschen fertig. Die Rückfahrt war anstrengend. Und ich muss jetzt hier erstmal die Videos organisieren, deswegen mache ich auch gerade diese Aufnahme. Denn das wird ja jetzt hier, denke ich, der erste Vlog und das muss ich erstmal alles zusammen schnippeln und mir das angucken. Na gut, jetzt sind wir wieder wie gewohnt. Freund wollte von oben ein Foto von unserer Kaffee-Ecken-Situation hier machen. Dann fiel uns aber auf, dass da ein Fliegengitter vor ist und wir kamen da gar nicht raus. Ach, das ist so nett.
Wir genießen, das ist unser letzter Tag, wo es noch ein bisschen warm ist. Morgen ist dann eher wieder so ein Sauna-Kuscheltag und dann fahren wir auch schon heim. Das genießen wir nochmal richtig. Ich bin ja total im Shopping-Fieber. Ich habe jetzt die letzten Tage mit diesen Pfannen gekocht und habe mal geguckt, das ist eine Sealed-Pfanne. Die eben auf Amazon entdeckt, habe ich mir jetzt aber gleich gespeichert, dass ich mir die bestelle, die sind auch gerade runtergesetzt. Und dann finde ich auch die Gartenmöbel draußen so gut, habe ich gedacht, für die Wildnis, weil da schon lange was Neues suchen. Und am liebsten hätten wir jetzt natürlich eine Sauna und einen Kamin. Aber ich glaube, das wird nicht gehen.